Sechste Station am heutigen Tage während unserer Reise durch Vorpommern. Und ich denke, es ist bisher gut gelungen zu zeigen, dass es Leben, gutes Leben, Leben mit guten Ideen für die Zukunft, vor allen Dingen mit vielen tätigen Menschen auch außerhalb der großen Städte und Ballungsräume gibt. Haben wir halt angefangen 2015 zu sagen, wir wollen Essen haltbar machen, aber ohne Konservierungsstoffe, nicht pasteurisiert, nicht sterilisiert, das halt wirklich, ja, man sagen kann, es ist gesund. Also wir definieren gesund als biologisch und abwechslungsreich. Und wir wollen halt irgendwo wegkommen von dem Erbe, was wir hier so vielleicht haben, Geiz ist geil oder nur das Billigste, und irgendwo mit Qualität punkten, was nicht leicht ist in Deutschland, weil, sage ich mal, hier ist der Discounter zu Hause. Und wo verkaufen Sie das? Bei Edeka. Regional oder bundesweit? Mittlerweile auch in den Niederlanden, die Schweiz fängt jetzt an. Und in Dänemark haben wir einen Produktionsauftrag jetzt, die haben ein neues Gericht entwickelt. Das ist Chili con Carne ohne Fleisch. Und Sie kamen aus Berlin oder woher kamen Sie? Nee, aus dem Nachbardorf. Also ich bin hier groß geworden, war zwar dann in Berlin in der Gastronomie tätig und hatte dort ein Restaurant, daher kam auch die ganze Idee irgendwie und auch vor allem das Wissen, wenn man jetzt mal guckt, was es so manchmal im großen Verbrauchersegment so gibt. Und es sieht alles sehr klein aus, aber dadurch, dass es halt ja, Systemgastronomie ist, wir können hier 60.000 Essen in der Woche machen. Und das zu zeigen, ist genau unsere Absicht. Deshalb reisen wir unter dem Titel Land in Sicht in die unterschiedlichsten Regionen Deutschlands. Gerade in solche Regionen, von denen manche sagen und schreiben, es seien abgehängte Regionen weit weg von den großen Ballungsgebieten. Gerade dort gehen wir hin, um zu zeigen, es gibt keine abgehängten Regionen, sondern überall gibt es viel Kreativität, viel Engagement von Menschen, die den Ehrgeiz haben, in ihrer Heimat zu bleiben und auch den nachfolgenden Generationen, den Kindern und Kindeskindern, eine lebenswerte Umwelt anzubieten. Und wie viele verschiedene Sorten? 14 verschiedene Sorten für die, die es im Einzelhandel gibt. Dann haben wir halt eine komplette Kita-Menülinie und da versuchen wir auch ein bisschen da rein. Chili non carne und Chili non carne. Ja, speziell aus Lateinamerika. Jetzt der Chef kocht noch. Guten Appetit. Da ist jetzt statt Hackfleisch Sonnenblumenhack drin. Das sehr gut. Auch aus, ich meine, ist ja eine Kulturpflanze hier in Deutschland, die Sonnenblume. Aus dem Überbleibsel von der Sonnenblumenproduktion, aus dem Eiweiß. Lecker. Extruiert. Wir erleben hier auf einem Gutshof, der über viele Jahre lang, Jahrzehnte, Jahrhunderte landwirtschaftlicher Betrieb war, eine Umstellung auf ökologische Produkte, so wie sie von den Verbrauchern und Käufern heute erwartet werden. Gleichzeitig ein Schaufenster, wie moderne, gesunde Nahrungsmittelproduktion heute ausgehen kann. Und wir haben uns selbst davon überzeugt, hier an der Verkaufs- und Produktionsstätte von Land Schwegers, dass ökologisch erzeugte biologische Ernährung, wie sie hier für Kindergärten, Kitas angeboten wird, inzwischen auch weit über die Region hinaus bei Discountern, wie schmackhaft und gleichzeitig gesund sie sein kann. Probiert ihr noch ein bisschen? Seid ihr im Experiment? Sondern wirklich haltbar machen will, dass man braucht diese Sauerstoffbarriere. Und die hat eine geringe Sauerstoffbarriere. Wir haben es jetzt mit unserem Interieur oder so einmal im Monat ein Fitnessgericht anbieten wollen, dann könnten wir das auch in nachhaltigen Schalen dann machen. Es sind viele ganz unterschiedliche Beispiele, die aber zeigen, Leben in dieser Region hat Zukunft.